Name ist Katrin Roth und ich zeige euch heute, wie ihr in wenigen Minuten eure eigene kleine abstrakte Landschaft machen könnt. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht ein Stück Karton oder Zeichenkarton, was ihr noch in eurem Bestand habt. Drei Farben, ich habe jetzt hier Acrylfarben. Ihr könnt aber auch Gouache nehmen oder Tempera, was ihr noch zu Hause habt oder vielleicht auch Reste von alten Wandfarben. Ein Malspachtel oder alternativ Kartonreste, ein Pinsel, ein Pappteller zum Anmischen der Farbe und etwas Klebeband. So, zunächst nehmt ihr etwas von dem Klebeband und fixiert eure Pappe oder euren Karton auf einem Untergrund. Also ihr könnt das auf dem Küchentisch machen oder auf irgendeiner glatten Unterfläche. Das kann man hinterher wieder waschen und reinigen, das ist kein Problem. Es hat den Vorteil, dass euch der Karton nicht immer hin und her rutscht und auch, dass, wenn das Papier etwas dünner ist, dass es sich nicht wellt. So, jetzt beginnen wir, den Untergrund zu grundieren. Dann nehmen wir einfach eine Farbe. Ihr seid da völlig frei, was ihr nehmen möchtet. Guckt einfach, was ihr noch da habt und fangen an, mit ein bisschen Wasser die ganze Fläche zu grundieren. Da kommt es auch nicht darauf an, dass das gleichmäßig ist. Das kann ruhig der Untergrund durchschimmern oder man kann die Pinselspuren sehen. Das spielt jetzt keine Rolle in dem Schritt. So, das lasst ihr trocknen. Ein paar Minuten. So, ich habe jetzt ein paar Minuten gewartet. Und ihr könnt ganz einfach prüfen, ob euer Untergrund trocken ist, indem ihr einfach mal den Handrücken drauf legt. Wenn es sich noch sehr kalt anfühlt, ist es noch ein bisschen feucht, dann könnt ihr noch ein bisschen warten. Ansonsten könnt ihr jetzt beginnen mit der zweiten Farbe. Ich nehme jetzt hier Weiß, aber ihr könnt natürlich auch eine ganz andere Farbe nehmen. Und jetzt fange ich an mit der zweiten Farbe, den oberen Teil des Bildes, einen Farbauftrag zu machen. Zwischendurch tupfe ich die Farbe etwas ab, damit der Untergrund noch durchschimmert. Nehme ich wieder ein bisschen Wasser auf. Wo ihr die Teilung jetzt macht, da seid ihr ganz frei. Ihr könnt es weiter runterziehen oder oben den Streifen nur ganz schmal machen. Ihr seht schon, ich gehe mehrmals hin und her in die gleiche Richtung und je öfter ich das mache, umso ruhiger wird die Fläche. Jetzt haben wir schon so eine kleine Idee von der Landschaft und ihr seht, die Untergrundfarbe schimmert durch und dadurch kriegt das so eine ganz schöne Tönung. So, das ist Schritt 2. Jetzt gehen wir weiter mit der dritten Farbe. Ich habe hier in dem Fall einen ganz dunklen Ton gewählt. Natürlich geht die Tube jetzt ganz schwer auf, aber es klebt schon. Und jetzt braucht ihr auch nicht warten, bis es trocknet. Ich nehme jetzt einfach einen Kartonrest, den ich hier noch habe, und gehe etwas in alle drei Farben, die ich habe, mit der Spachtelkante. Und jetzt verteile ich das einfach hier auf meiner Bildfläche. Ihr seht schon, da entstehen jetzt zufällig Spuren. Ich kann damit spielen, mit der Konsistenz der Farbe. Kann die mal dicker auftragen, mal weniger dick. Und hier oben kann ich jetzt etwas Wasser nehmen und diese harte Grenze auflösen, das ein bisschen weicher machen. Oder da auch Richtung reinbringen, Bewegung. Und hier wieder ein bisschen was von dem Untergrund rausholen. So, das war's schon. So habt ihr in wenigen Minuten eure erste kleine Landschaft. Ihr könnt euch da inspirieren lassen, vielleicht von alten Urlaubsfotos. Guckt einfach mal in eurer Umgebung, was da so los ist und haltet euch nicht an die Farben, die da sind, sondern lasst da eurer Fantasie freien Lauf und experimentiert einfach und guckt, was entsteht. So, eure Landschaft ist jetzt ein bisschen getrocknet. Jetzt könnt ihr das Klebeband vorsichtig entfernen. Das geht am besten, wenn ihr das immer nach außen wegzieht. Dann geht euer Papier nicht kaputt und ihr habt so einen schönen sauberen weißen Rand. So, wie ihr seht, ist es ganz einfach und geht ganz schnell.
Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht postet ihr ja eure eigenen kleinen Landschaften, die ihr gemacht habt. Viel Spaß beim Nachmachen.